Hallo und seid willkommen, liebe Tenos. Heute ist sie endlich dran. Garas favoritisierte Waffe, Astina Prime. Und zwar auch für mich ein Favorite, weil sie ist wirklich sagenhaft stark. Ich stelle euch einige Waffen im Spiel vor und das sind sozusagen meine persönlichen Lieblingswaffen. Aber persönlichen, das heißt, es ist natürlich alles Geschmackssache. Ja, jeder Tenno kämpft ja mit seinen eigenen Waffen, aber hier geht es heute und jetzt um Astina und Astina Prime. Die Astina, die kleine Variante, ist natürlich ebenfalls mit nur geminderten Werten genau das gleiche wie die große. Aber die große Astina Prime, die sollte man sich definitiv gönnen. Das Ganze ist gar nicht so schwer, wie man denkt. Man muss nämlich nur die Blaupause haben aus diesen Relikten, den Lauf und die anderen Teile. Und schon hat man die Waffe zusammen. Das Ganze ist wirklich nicht so schwer. Und das ist ein Must-Have, das sollte eigentlich jeder Tenno diese Waffe haben, bin ich der Meinung. Schauen wir uns mal an, was sie so raushaut. Wir sehen uns gleich im Ballsaal wieder. So, dann sind wir auch schon da im Ballsaal und wir gucken einfach mal, was unsere Waffe kann. Wir haben die Gegner mal auf Pause gestellt, 120er, damit wir auch wirklich sehen, was da passiert, wenn wir denn unsere Gegner treffen. Und da sehen wir auch schon, kleinere Treffer reichen hier völlig aus, um ja, sie dann auch nach und nach abzubremsen, beziehungsweise dann vom Sockel zu hauen. Und wenn nicht, dann hauen wir halt einfach noch einen zweiten drauf. Der Viroschaden, der wirkt selbstverständlich noch nach und von daher reicht er eigentlich. Na gut, das war Kopfschutztreffer. Machen wir mal noch einen kleinen ins Knie. So, und da sehen wir dann aber auch, da verabschieden sich die Gegner hier definitiv und das eigentlich relativ fix. So, und dann gehen wir noch kurz ein bisschen ins Spiel und schauen uns das mal an, wie das auch an lebenden Gegnern funktioniert. So, und dann wagen wir uns natürlich auch an die größeren Gegner ran, weil die Waffe ja wirklich viel Schaden austeilt. Und natürlich müssen wir dann ein-, zweimal auch vielleicht drauf schießen, wenn wir jetzt so große Gegner haben, dass sie bis 220er Level sind oder noch drüber, 227. Auch da können wir 19.000 Schaden locker mal ausführen. 86.000 als Crit-Treffer und das ist dann nämlich auch kein Problem, wirklich die großen Gegner hier gerade in der Gruppe wegzukommen. So, und dann suchen wir uns mal noch einen einzelnen Gegner oder kleine einzelne Gegner. Die verstecken sich gerade und da, die bringen wir kurz mal zum Stehen rein und die sind auch fertig. So, und dann hoffe ich doch mal, konnte man gut sehen, was unser Astina denn hier so drauf hat, was sie so wirklich leisten kann. Wenn wir denn gerade dicht dran sind, dann hauen wir da enorm viel Schaden rein. Unser Astina Prime setzt ihr nämlich dann auf Virusschaden. Und damit haben wir nicht nur das Glasgeschehen, was dann wirklich ein bisschen was an Schaden ausmacht, sondern eigentlich ganz gute Werte, möchte ich mal meinen. Und wir hatten wirklich lange rumgeknobelt. Das Ganze ist übrigens mit drei Formas, die nötig sind, nicht mit vier. Eine vierte hatte ich nur zum Testen hier nochmal umgeformt, um für euch ein schönes Bild dann auch zu zeigen. Also unsere Gesamtwerte, die sind definitiv nicht übel. Wir gehen dann mit Kälte und Gift Hitze rein und haben dadurch ordentlich Statuschancen. Das heißt, wir setzen dann nämlich auch wirklich auf unseren Viroschaden. Ansonsten unsere Mods, aber hier oben waren wir zuerst gewesen. Wir hatten es vorhin schon, glaube ich, erwähnt. 80% maximale Munition, wenn von Gara geführt wird. Des Weiteren gibt es keine extra Bonus von Gara. Das heißt, wir können diese Waffe nämlich mit jedem Charakter tragen. Und das macht sie wirklich so schön. Dann beginnen wir gleich mal auf der Seite hier. Und zwar Arcana Primera Adapter. Den haben wir jetzt drin. Ein bisschen mehr Schaden. Der kann sich dann nach oben stapeln. Gerade in Gruppen natürlich vom Vorteil. Und ansonsten Projektilgeschwindigkeit, Strahlenlänge. Das ist so echt so eine Sache, die nicht unbedingt sein muss. Ansonsten hatten wir jetzt hier drin die Hitze, Gift. Und wo haben wir es? Da haben wir die Kälte. Die Kälte und da Kälte und Gift macht gleich den Viroschaden und dann nochmal Hitze dazu. Dadurch haben wir so sehr viele Status-Sachen, die dann da drauf sind und die Gegner kommen dann und zerfallen dann nach und nach. So oder so, wenn sie auch schon ein, zwei Treffer hatten. Denn es handelt sich um eine Schrotflinte und die schießt ja gewöhnlicherweise mehrere Kugeln ab, wobei unsere hier Glasmunition verwendet. Ein bisschen was für Crit-Schaden haben wir noch drauf. Dann Crit-Chancen.
dafür weniger Feuerrate und 30% Chance für Crit-Treffer auf Schnittschaden. Galvanisierte Scheuer und galvanisierte Hölle, dadurch haben wir mehr Verschuss dann auch noch drin, also das lohnt sich. Wer die großen Mods jetzt hier nicht hat, der kann selbstverständlich auch kleinere nehmen, das funktioniert auf jeden Fall. Und nee, die Riven-Mods für die Astella hatten wir noch nicht freigeschaltet, aber das folgt natürlich auch noch. So. Dann hoffe ich, konnte euch das Ganze helfen. Probiert den Bild wirklich mal gerne aus. Also das ist eine wundervolle Waffe und es lohnt sich definitiv im Spiel hier so mit schönem Schaden eigentlich von Anfang bis zum Ende hier durchzulaufen. Eigentlich ist das Spiel dann wirklich relativ gut durchzulaufen. Man braucht nicht viele Sachen, wenn man dann hier schon die guten sozusagen hat.